Espresso. Guten Morgen. Kaninchen sind ja doch eher die leisen Wesen, die wir kennen. Und oft werden sie wirklich unterschätzt. Und das auch, wenn es darum geht, dass Kaninchen Schmerzen durchaus haben können und wie sie diese zeigen. Viele Tierhalter wissen gar nicht, dass Kaninchen mit den Zähnen mahlen, wenn sie hochgradige Schmerzen haben. Und das ist eben leider ein Problem, denn Kaninchen mahlen auch mit den Zähnen, wenn es ihnen gut tut. Also wie kann man das jetzt unterscheiden? Und das ist gar nicht so einfach gesagt. Wenn du jetzt zum Beispiel deine Kaninchen streichelst und sie beginnen dann ganz wohlig sich hinzulegen, zu entspannen und mit den Zähnen zu mahlen, dann kannst du sicher sein, dass das ein Zeichen höchsten Wohlbefindens ist und dass dein Kaninchen nun weniger Schmerzen zeigt. Wenn dein Kaninchen allerdings irgendwo sehr angespannt, man nennt das auch Hennenstellung, sitzt, sich verkrümelt hat, auch nichts fressen möchte, das geliebte Stückchen Banane oder das Löwenzahnblatt ignoriert und auch nicht zu dir kommt, obwohl es sonst sehr gesellig ist und irgendwo versteckt im Dunkeln sitzt, wie gesagt, eher angespannt und mit den Zähnen mahlt, dann kann es sein, dass dein Kaninchen tatsächlich Schmerzen hat. Dann möchte es auch nicht berührt werden. Oft haben diese Kaninchen einen angespannten Bauch, denn ganz, ganz oft kommen solche Schmerzen von Bauchweh. Also Kaninchen haben eine unglaublich empfindliche Verdauung, eine sehr empfindliche Darmflora, und wenn man ein Kaninchen nicht richtig ernährt oder halt das Kaninchen mal etwas Falsches zu sich nimmt, dann kann es wirklich zu sehr schmerzhaften Verdauungsproblemen kommen, zu Gärprozessen, gerade wenn das Tier vielleicht auch längere Zeit nichts zu sich genommen hat. Und dann musst du wirklich ziemlich schnell handeln, denn ein aufgeblähtes Kaninchen, ein aufgeblähter Darm drückt irgendwann auf die Atmung. Das heißt, das Herz-Kreislauf-Geschehen geht ganz schnell in den Keller und dein Kaninchen kann im schlimmsten Fall daran sogar sterben. Also Schmerzen sollten wirklich bei jedem Tier ernst genommen werden, und bei den Kaninchen musst du, wie gesagt, da auch noch mal ein bisschen eher drauf achten, wie geht es deinem Tier heute. Bei mir war es immer so, dass ich wirklich immer darauf geachtet habe, dass die Tiere zum Fressen kommen. Wenn sie nicht gekommen sind und auch eine halbe Stunde später nicht ein ganz begehrtes Leckerchen haben wollten, dann war ich schon so ein bisschen in Halb-Acht-Stellung, und dann habe ich auch wirklich das Tier gut beobachtet und bin gegebenenfalls auch sehr früh zum Tierarzt gefahren, denn ich bin der Meinung, man fährt eher einmal unnötig zum Tierarzt, als dass es wirklich etwas gewesen ist, wo man meinem Tier vielleicht nicht mehr hätte helfen können, weil ich einfach zu spät dann ins Auto gestiegen bin und losgefahren bin. Deswegen achte da auf wirklich die Symptome. Du kennst deine Kaninchen und du wirst auch im Laufe eures Zusammenlebens, gerade wenn du jetzt erst frischer Kaninchenhalter bist, ganz viel zu diesen wunderbaren Wesen noch dazulernen können. Sie sind eigentlich recht einfach zu verstehen, aber natürlich muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, muss sich mit dem Kaninchen an sich beschäftigen und bekommt dann auch wirklich ein ganz gutes Gefühl, wie geht es meinem Schatz heute. Und Schmerzen, wie gesagt, die zeigen Kaninchen dann, wenn sie wirklich mit den Zähnen mahlen oder auch mit den Hinterläufen trommeln, wobei das haben meine Kaninchen ganz ehrlich nie gezeigt, wenn sie hochgradig Schmerzen hatten, sondern sie haben sich dann immer verkrochen und wollten nichts fressen und haben zum Teil dann wirklich auch mit den Zähnen gemahlen. Das war für mich wirklich immer dann so der Anhaltspunkt. Sonja, du musst jetzt ganz, ganz dringend handeln, du musst etwas tun. Hoffen wir, dass es deinen Kaninchen heute gut geht, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.